Hallo und willkommen bei Fangamon TV zu einer weiteren Folge von Let's Play Bonnie Palotta mit Nayakis. Ich bin bei Don Esteban, meine ich, und ich möchte jetzt einen Job von ihm haben. Don Esteban, erzähl mir von Don Pedro, bla bla bla, ein großes Tier in der Gegend, okay, wo welcher von Arbeit Esteban, ah, die kriegen das. Geld, bis Geld machen, richtigen Ort gelernt, bla bla bla. Mach Kunde für mich. Okay, sehr schön, es war richtig von Pablo, dich hinzuschicken. Weil für dich kann ich gebrauchen, da hätte ich einen sehr interessanten Auftrag. Wir haben uns da keinen. Ich sehe, du bist ein Mann mit großer Erfahrung. Wir können deinen Fähigkeit gut bauen. Die Jüngstruppen haben Dokumente hier hinbekommen, die mit sehr gefährlichen Gegnern könnten. Du musst die Sonne für mich zurückkommen, bevor sie die Basis verlassen. Ich weiß noch nicht, wann wer genau sie hat, aber ich weiß, dass es keine der Kommandanten ist. Also, was sagst du? Gut, 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 gut. Also, ich muss für diesen Auftrag dahin in die Basis und für diesen Auftrag dahin. Das heißt, da gehe ich jetzt erst hin und danach kümmere ich mich um den Rest der Auftrag, wenn es geht. Wenn es geht, wie gesagt. So, aber jetzt muss ich jetzt mal was anderes gucken, und zwar... glaube, ich nehme ich mal Rüstungsdurchdringen-Munition. Das ist ja die normale, wird jetzt nur eine Notmunition quasi. So, und jetzt laufe ich zurück. Ich will laufen eigentlich, aber das ist schon das Schnellste, was ich habe. 20 Kilogramm trage ich momentan. Naja. Noch Donuts? Keine Donuts mehr. Schade eigentlich. Schade, schade, Schokolade, sage ich dazu nur. So, mal gucken. Ich kann pennen, sehr schön. Haben wir schon mal 80 gemacht. Kann ich bestimmt noch ein bisschen länger pennen, oder? Eine Stunde noch, komm. 88. Schade, 83. So, dann schaue ich mal, wie ich dann am besten zur Straße zurückkomme. Da komme ich also zur Straße zurück, okay. Was ist da? Whatever. Der Wagen ist ziemlich ramponiert. Leider. Na gut, aber ich meine, ich werde mir irgendwann einen ordentlichen Wagen holen, der schneller ist, der besser läuft. Fertig aus. Dann werde ich den kümmern und mich um den kümmern und den auch reparieren und so weiter und so fort. Dann ist mit diesem Wagen so weinlich hier klauen muss, scheißegal. Vielleicht glaube ich dann trotzdem mal ein paar Wagen, wenn ich gerade eine Mission mache, wo der Wagen kaputt gehen kann. Aber wenn ich aber so unterwegs bin, dann benutze ich dann meinen Wagen. Da gibt es, glaube ich, einen richtig schönen Geländewagen für 10.000 Pesos. Und der ist richtig gut, also man hat echt gut mit, Spaß mit zu fahren. Der Sportwagen kostet 50.000, mit dem hat es auch richtig Spaß, weil der ist wirklich schnell, also im Vergleich zu anderen Wagen. Aber letztendlich geht es auch nicht darum im Spiel, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Mission erledigen muss, woran das genau abhängt. Das einfach erschießen kann oder was? So, 0,7 Kilometer. Ich glaube, kurz davor speichere ich nochmal ab oder setze meinen Wagen einfach hin. So, ich stelle ihn aus, ich speichere. Die kleine Verräter, der nachts zu einem Unterschlupf eskortiert wird. Das ist nicht. Und der auch nicht. Okay. Hi. Okay, der ist es schon mal nicht. Was ist das denn für ein Typ? Den hab ich noch gar nicht gesehen. Hey, Gringo. I see you're an experienced combat. If there are employers around here who need pros like you. Every employer is different. Each has his own quirks and pays according to his own mood. Yeah, you're right. Ah, super, tolle Sache. Hat der vielleicht was? Nee, auch nicht. Hä? Ah, was? Erzähl mir keinen. Dina? Das
Adrenalin, Waffen, Scharfschütze, ist aber alles teurer, ne? Nee, ist billiger. Ist echt ein billiger. Unbelievable. Ja, super, aber ich dachte, das wäre der Typ hier. Hä? Ach, wurde er schon diskutiert oder was? Nein, erzähl mir doch keinen. Es muss doch hier sein. Ach da. Ich check's nicht. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Hallo. Kann doch nicht wahr sein. Was soll denn der Affe sein, ne? Hier noch was? Nein, nein. Er ging los. Hä, was hat er da? So. Geht auch nicht in die Luft. Hä, ich denke, der Typ will diskutieren. Wo ist denn er jetzt? Also, liquidieren die Verräter, der nachts zu einem Unterschlupf eskortiert wird. Drei Schüsse in den Bauch. Der ist aber nicht hier, der Typ. Ich check's nicht. Absolut nicht. Gehen wir mal rein. Ey. Ich bin ratlos. Ja, komm jetzt. Absolut ratlos. Muss ich hier vielleicht bei Tag gehen oder was? Ah, du Affe! Bist du ein Pisser, echt, ey. Schießt du jetzt auf mich? Erzähl mir nicht, dass er jetzt auf mich schießt. Hast du jetzt nicht auf mich geschossen? Da will ich gerade zum Mechaniker, damit. Sag mal, willst du mich verarschen? Pisser. Was bist du für ein Idiot? Im Ernst? Was soll der Schwachsinn? Oh, Mann, jetzt wollte ich gerade meinen Wagen reparieren bei dir. Oh, gehst du mir am Sack, ey. Ja, damit da die Mission gerade nicht so ordentlich funktioniert. Komm, geh in die Luft. Wie geil. Mist. Ich habe gedacht, ich könnte den Wagen vielleicht mitnehmen. Ist nichts draus geworden. Na gut, dann fahre ich jetzt zur Basis, was auch immer. Ah, da kommt der eine. Was sitzt da drinne? Regierung? Perfekt. Was, er lebt noch? Was, er lebt immer noch? Erzähl mir keinen. Komm, der goldene Schuss. Nein, das war nicht der goldene Schuss. Was? Ich gehe. Es ist von Fels nicht zu übertreffen. Echt nicht. Überhaupt nicht. Meine Fresse, das kann nicht wahr sein. So ein. Nur 500 Geld. Und der war. Und der Wagen weg. Und die auch weg. Ist das bitte? Die Waffe, auch die Waffe ist weg. Der. Das. Ich. Ich krieg's kotzen. Die andere auch? Die andere Waffe ist auch weg. Ich hab nur noch den. Und ich kann echt kotzen. Meine Pistole ist auch weg. Ich habe nicht mehr Munition für den Wagen. Ich habe keinen Wagen. Meine Fresse, ey. Gib mir so einen Sack. Gut, dann machen wir es anders.
Dann werde ich wohl dem Kommandanten helfen, dem Dings helfen müssen, dem Geisterbahn. Erstmal laufe ich jetzt zum Waffenhändler. Mann, ich weiß, dass er keine Munition drin ist. So, dann verkaufe ich da den Revolver und gucke, ob ich vielleicht ein russisches Gewehr bekomme. Wenn nicht, dann muss ich mir was anderes kaufen. Dann will ich einfach eine Pistole kaufen. Besser als nichts, ne? Na, einfach. So, wie bin ich denn jetzt eingestellt? Zivilist minus 2. Oh, gib mir das aber so einen Sack, ey. So, also erstmal Revolver weg. So, dann ist das Gewehr. Das ist ein Scheiß. Ich kann mir eine Pistole kaufen. Ja, ich kann sie mir kaufen. Also, eine. Jo. Gut, haben wir immerhin die. Besser als nichts. Ist das ein Kack, ey. So, und dann holen wir uns jetzt erstmal einen Wagen. Dass der, ich jetzt auf den Kopf gesehen, der hätte eigentlich schon im Wagen tot sein müssen. Ja, und dann so ein Scheiß, dass ich ihn da draußen angeblich nicht töte, ey. So ein Quatsch. Jetzt muss ich mir erstmal einen Wagen klauen. Mann, es ist nicht mal mein Wagen in der Nähe. Hallo. Warum ist niemand nachts um die Uhrzeit draußen, ne? Niemand. Warum? Du. Du bist draußen, ne? Hier. So, bin ich jetzt wieder befreundet mit denen? Nein, immer noch nicht. Okay, gut. Meine Fresse, ich bin Wagen. Raus. Raus, gib mir einen. Gib mir einen Wagen. Ich hab eine Idee. Ich hab eine schlechte Idee. Meine Idee funktioniert nicht, weil. Moment, der ist komplett leer, oder? Komplett leer. Also wirklich komplett leer. Scheiße. Also meine Idee war, dass ich den Busfahrer hier anlabe, aber da noch unser Bus da hinten steht, würde uns bestimmt keine Busse geben. Warum bist du nicht auf dem Weg, siehst du? Scheiße. Oh, leckt's mich doch echt. Nein, stehen Dokumente? Ja, das will ich machen, das will ich nicht machen, das will ich auch nicht machen. Als ich Stadt verlassen habe, ja, wie ich mir gedacht habe, da hinten, gut. Ich könnte mir einen Wagen kaufen für 100 Pesos bestimmt nicht. Nein, das habe ich geschossen. Das ist eine Verschwendung der Munition. Na, was hast du so? Affe. Zigarre oder Zigarette? Nein! Oh, das wollte ich doch gar nicht. Zigarettenpackung. Egal, komm, scheiß drauf. Jetzt muss ich mich da durchkämpfen, ne? Zähl mir keinen! Ich will. Wo kommt das Auto? Hä, da war noch kein Auto gerade. Wieso ist da. Mann! Scheiße! Wieso ist das schon wieder einer? Wieso fahren die immer nur weg von mir? Der ist schon wieder weg. Also ich drehe mich jetzt um in der Hoffnung, dass er wieder einer spawnt, aber das ist noch nicht der Fall, leider. Da kommt einer. Banditen, ist mir scheißegal. Sag mal, bin ich jetzt echt so schlecht im Ziehen? Tut mir leid. Das nehmen wir Freunde sehr negativ von uns. Genau null, neutral, naja gut. Der hat ein russisches Gewehr, wie geil ist das denn? Das ist der übelste Zufall. Übelste Zufall, wie geil ist das denn? Also es war richtig, scheiß drauf, dann sind die halt neutral. Sonst nur noch. Dafür habe ich ein russisches Gewehr. Wie gut ist denn das? Ab nur zu 4,15, ja kommt besser als nichts. Ja, wir haben einen tollen Wagen. Immerhin mit 35. Sprit. Scheiße. Was ist nicht langsam? Das muss man ganz klar sagen. Also der ist nicht langsam, der Wagen.
Machen wir mal kurz tanken. Da hinten ist ein anderer Wagen noch. Ja, der bleibt jetzt stehen, oder? Moment mal, wenn ich jetzt tanke. So, habe ich jetzt mit dem getankt, oder? Ja, mit dem anderen, okay. Oh, verdammt, das wollte ich gar nicht. Der ist jetzt voll. Ist der jetzt auch voll, eventuell? Ist ja mal gar ein Spielbug, ne? Kann ich die mir vielleicht die Zigaretten verkaufen? Ich glaube kaum. Ne, der hat nur 70, egal. Ja, dann sehe ich den mal da als Notwagen quasi. So. Und dann fahren wir mit dem weiter. Wobei, mal ganz kurz nochmal jetzt. Also ich sehe hier niemanden. Oh, was? Was ist denn jetzt los? Ja, tolle Sache. Weh, ich sterbe jetzt. Scheiße. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Also wegen dem tollen Bug. Da ist einer. Sitzt einer drin? Nee, ne? Wie viele schießen jetzt? Fuck. Oh fuck, ich wollte dann eigentlich nur ducken mich. Scheiße. Gut, nehmen wir erstmal direkt eine Spitze zu uns. Ja, schieß deinen eigenen. Schieß meinen Wagen nicht ab! Ich habe gerade alles getankt! Nein! Jetzt komm, jetzt geh auch in die Luft, du Kackteil! Meine Fresse, ey. Bist du ein Affe? Echt, ey. Bist du ein Pisser? Komm, geh noch in die Luft. Achso, das brennt immer noch, oder was? Aber ich will ihn jetzt ausrauben, hier. Was lebt er noch da hinten? So, der ist weg. Noch einer. Man wisst ihr, dass eure Gewehre scheiße sind. Eure Gewehre sind absolut scheiße, Leute. Na, reicht's. Also, wenn ich durchschieße, geht's kaputt. Wenn die durchschießen, nicht. Interessante Story. Bist du jetzt endlich tot? Sekundärvergabe jetzt viel. Also endlich sind alle tot, die hier liegen. Ja, da ist noch einer. Was? Ich hab doch... Jetzt war... Oh, abgenutztes Gewehr. Oh, ich will heulen. Oh, das ist so bitter. Und wieder alles weg. Doch, die Pistole ist noch da. Aber nur noch 52 Pesos. Ich kann kotzen. Ich kann kotzen. Egal, wir haben es geschafft. Ich muss jetzt nur die ganzen Leichen aufsammeln. Scheiße. Mist. Egal. Das wurde in der nächsten Folge gemacht. Zum Dreck. Mann. Was haben wir das amerikanische auch noch? Das haben wir echt noch, aber die Munition ist leer. Scheiße, ey. Das muss. Das muss. Das tatsächlich muss. Ich will den Bus haben. Los, gib mir den Bus. Gib mir den Bus. Gib mir den Bus. Ist der jetzt einfach so gespawnt oder was?
Meine Güte, ich will den jetzt haben. Allerdings ist die Folge vorbei. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich nur eine Folge aufnehmen am besten. So ein Scheiß, ey. Wie geil! Ich sitze echt drin jetzt. Ist das Hammer. Das ist jetzt mein neuer Auftrag, ja? Das ist zu geil, ganz im Ernst. Ich habe einen Bus. Na gut, das war's dann für diese Folge. Macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüss.